Steil ragt das neue Museum des Zweiten Weltkrieges in Danzig in den Himmel. Die Ausstellungsräume sind bereits voll mit Exponaten. Doch womöglich wird der mehr als 100 Millionen Euro teure Bau niemals in dieser Form eröffnet. Der Grund: der nationalkonservativen polnischen Regierung ist das Geschichtsbild des Museums nicht patriotisch genug. Denn in der Ausstellung geht es nicht nur um das Schicksal der Polen während des Zweiten Weltkrieges. Außerdem gilt das Museum als Vorzeigeprojekt der liberalen Vorgängerregierung, vor allem des früheren Regierungschefs Donald Tusk. Der Direktor des neuen Museums wurde noch von Tusk eingesetzt. Die Regierungspartei und die Regierung haben das Museum immer wieder kritisiert. Sie beschuldigen uns, die Geschichte nicht aus einem polnischen Blickwinkel zu erzählen und dass wir zu stark auf das Schicksal anderer Nationen schauen. Schon seit Monaten herrscht Funkstille zwischen Regierung und Museumsführung. Der Kulturminister hat das Haus zum Beispiel nie besucht. Stattdessen legt die Regierung das Museum am 1. Februar zwangsweise mit einer winzigen Gedenkstätte zusammen. Der Direktor soll zu diesem Tag entlassen werden. Deshalb lud das Museum Besucher schon einmal zu einer Art Vorabbesichtigung ein. Schließlich ist äußerst unklar, ob der Neubau jemals in dieser Form öffnet.